Düstere Vorhersagen. Zwangsarbeit für Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Düstere Vorhersagen natürlich auch für die Zukunft der gesetzlichen Rente. Die Beitragseinnahmen sollen wohl wegbrechen. Die Renten werden immer länger gezahlt, weil die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland immer länger leben. Damit wird natürlich auch die Rentenkasse belastet. Immer mehr Menschen werden die Rente in Zukunft in Anspruch nehmen. Stichwort Babyboomer. Immer weniger Arbeitnehmer zahlen in die Rentenkasse ein. Und wen wundert es? Schon stehen die ersten Forderungen im Raum. Lass doch die Rentner weiterarbeiten oder wiederarbeiten. Und wer nicht will, soll zwangsverpflichtet werden. So etwas habe ich im Internet gelesen. Wir haben in Deutschland rund 18,45 Millionen Altersrentnerinnen und Altersrentner. Stand der Statistik der Deutschen Rentenversicherung zum 31.12.2020. Nur die Altersrenten. De facto eine unfassbare Masse an Arbeitskräftepotenzial. Lass sie alle weiterarbeiten, denn dann sind alle Probleme der Deutschen Rentenversicherung gelöst. So könnte man meinen. Unsere Rentnerinnen und Rentner ab 65, 70, 80 oder 90 und noch älter, einfach ran und rein in die Produktion und dann geht's los und es fließen die Beiträge in die Rentenkasse und das Leben der Rentenkasse wird wieder schön. Können Sie sich vorstellen, zwangsverpflichtet zu werden, zu arbeiten, damit die Probleme der Rentenversicherung gelöst werden? Ich sage, so einfach geht es nicht. Grundsätzlich gibt es in Deutschland keinen Arbeitszwang. Dies ist verfassungsrechtlich untersagt. Viele Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können aufgrund ihres Alters schon eine Arbeit nicht mehr verrichten. Gesundheitlich geht das einfach gar nicht mehr. Im Prinzip, sage ich, ist die Forderung, dass ältere Menschen auch im Rentenbezug weiterarbeiten können und sollen vielleicht, sicher nicht schlecht. Aber es gilt immer noch der Grundsatz der Freiwilligkeit. Wer im Alter arbeiten will, soll es aus freien Stücken machen und nicht in einer Art kollektiven Arbeitszwang, nur weil es der Rentenversicherung vielleicht jetzt schlecht geht oder in Zukunft schlecht gehen könnte. Sollte der Gesetzgeber auch über die Weiterarbeit von Rentnerinnen und Rentnern nachdenken, auf der Basis der Freiwilligkeit natürlich, so muss er attraktive Rahmenbedingungen schaffen. Es müssen die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten deutlich erhöht werden. Es muss darüber nachgedacht werden, dass Rentnerinnen und Rentner im Falle einer Krankheit während der Arbeit auch Krankengeld beziehen können. Das ist nämlich aktuell beim Bezug einer Altersvollrente nicht der Fall. Und es sollte dann aus meiner Sicht auch darüber nachgedacht werden, dass die eingezahlten Rentenbeiträge, die ich ja aus dem Arbeitseinkommen dann noch in die Rentenkasse einzahle, noch einen Erhöhungszuschlag bekommen, sodass ich also da auch nochmal einen rentenrechtlichen Vorteil habe. Das Thema Zukunft der Rente wird uns auch nach der anstehenden Bundestagswahl, da bin ich mir hundertprozentig sicher, nicht mehr loslassen. Aber Zwangsarbeit für Rentner in Deutschland wird es definitiv nicht geben. Näheres zum Thema Altersrente und Hinzuverdienst und Rentner finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.